Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute ist es mal wieder soweit. Ich hoffe, dass ihr alles gut erkennen könnt. Ich filme derzeit mit einem iPhone 14 Plus und das hat ja eine bessere, neuere Kamera, wie auch immer. Und dementsprechend habe ich gedacht, ich drehe heute mal wieder ein Video für euch. Ich hoffe, dass von den Formaten, Lichtverhältnissen, wie auch immer, passt so. Und ihr seht schon richtig, ich habe hier wieder eine Tüte stehen. Denn wir haben Ende September. Und das bedeutet ja bei mir immer, dass wir ein Aufgebraucht-Video für euch mal wieder haben. Und ja, ich quatsche jetzt auch nicht mehr lange rum. Wir sehen uns nach dem Intro. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Und los geht's. Wie immer, ich greife einfach rein, zeige euch die Sachen. Ihr wisst, ich zeige euch alles. Also auch so Sachen, die man eigentlich nicht zeigt. Aber ihr werdet ja sehen, was wir so da drin haben. Genau. Als erstes habe ich hier einmal, mal ein bisschen gerade ziehen, feuchtes Toilettenpapier von DM. Das schaut so aus. Ich hoffe im Übrigen auch, dass das hier so passt mit dem Fokus und so weiter. Das ist mein erstes Video mit dem Handy, deswegen weiß ich das leider noch nicht so wirklich ganz. Aber wir gucken einfach mal. Und zwar habe ich hier das feuchte Toilettenpapier, wie ihr ja schon gesehen habt. Ich fand es sehr, sehr gut. Es riecht super toll, also wahrscheinlich sind da mega viele Duftstoffe drin. Aber ich liebe das einfach und ich werde es definitiv wieder nachkaufen, wenn ich mal beim DM wieder bin. Genau, dementsprechend finde ich das super. Dann haben wir noch eine Packung Feuchttücher. Die kaufe ich ja immer beim Action, wisst ihr ja. Ich mag die auch sehr, sehr gerne, weil die diesen Clip-Ding da haben, ne? Also für To-Go oder für meinen Arbeitsrucksack oder so, habe ich die immer sehr, sehr gerne. Und ich war letzte Woche etwas krank und dementsprechend brauchte ich da sehr, sehr viel von, sprich Magen, Darm und so. Too much information. Genau, deswegen sind die da drin und da sind die tatsächlich auch noch ein bisschen besser, weil die halt einfach ein bisschen größer sind. Sagen wir mal, wie es ist. Genau, für den Popo nur das Beste. Dann habe ich hier noch eine Packung feuchtes Toilettenpapier aus dem Lidl und zwar die Sensitiv-Variante. So sieht die aus. Die roch halt noch überhaupt nichts. War jetzt auch nicht besonders reißfest tatsächlich. Würde ich jetzt, glaube ich, nicht mehr nachkaufen. Dann haben wir einmal eine Packung Einwegrasierer. Die war auch aus dem Lidl. Zwei Klingenrasierer. Sechs Stück waren da, glaube ich, drin. Sechs Stück, ja. Brauche ich, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Ihr wisst alle, wofür Rasierer da sind. Finde sie tatsächlich aber nicht so gut. Ich habe mich öfter mal geschnitten und ich weiß nicht, aber Einwegrasierer sind ja generell nicht so mein Ding. Aber ich weiß nicht, ich kaufe sie trotzdem immer wieder. Ihr habt sicherlich auch alle so Sachen, die man eigentlich nicht so cool findet, aber die man trotzdem irgendwie immer wieder kauft, weil man sie ja doch irgendwie braucht. Genau. Und die benutze ich tatsächlich auch nur einmal und rasiere mich dann einmal komplett und dann wandern die in die Mülltonne und ja, ich weiß nicht, super umweltfreundlich, aber ich finde es dann irgendwie hygienischer. Genau. Heute bin ich irgendwie in Quatschlaune. Dann habe ich noch meine Reinigungstücher auch aus dem Lidl. Und zwar hatte ich euch beim letzten Aufgebraucht-Video ja erzählt, dass ich die aus dem DM lieber mag. Das ist tatsächlich auch wahr. Aber ich war nicht bei DM, weil ich war vor 3 Wochen auch eine Woche krank. Also irgendwie nehme ich aktuell alles mit, was geht. Was sehr, sehr schlecht ist für meinen Körper. Genau.
Aber ich habe die tatsächlich nachgekauft, denn ich finde sie wirklich, wirklich gut. Wenn ich nicht zum DM komme, nehme ich immer jetzt die vom Lidl. Dann habe ich einmal meine, genau, die ist leer. Meine Dose im Badezimmer aufgefüllt mit neuen Tampons. Wisst alle, wofür Tampons da sind. Ich rede über auch sowas mit euch und ich finde, das ist nichts, wo man sich schämen bräuchte in der heutigen Zeit. Das gehört einfach dazu und das gehört auch dazu, wenn man eine Frau ist und dementsprechend, genau, habe ich die Dose aufgefüllt. Ich habe sie jetzt nicht komplett aufgebraucht, aber wenn ich meine Dosen auffülle, wie auch im letzten Video, ja, dann wandert das für mich ins Aufgebraucht-Video. Aber die mag ich auch sehr, sehr gerne. Die sind wirklich sehr, sehr gut. Dann habe ich meine Mundspülung von Dontodent Protect und Care Mundspülung. Die schaut so aus. Irgendwie fokussiert mein Handy immer auf irgendwelche Bilder im Hintergrund. Es tut mir sehr, sehr leid, wenn der Fokus nicht stimmt. Genau, das ist die Mundspülung aus dem DM. Die mag ich sehr, sehr gerne. Ah, die riecht halt wie so eine Mundspülung riecht, aber sie ist tatsächlich nicht sehr scharf. Und, aber ich mag die aus dem Lidl tatsächlich noch lieber. Aber die brauchte ich nicht, wie ich beim Lidl war. Und ich kaufe nicht mehr auf Vorrat. Oder wie, ja, wie soll ich sagen, nicht mehr auf Vorrat stimmt auch nicht. Also ich nehme, wenn ich von Sachen begeistert bin, auch zwei Stück mit. Aber da ich noch zwei Mundspülungen hatte im Badezimmer, habe ich natürlich die jetzt nicht mitgenommen bei DM, bei Lidl, Entschuldigung. Genau. Aber die finde ich auch gut. Die kaufe ich auch wieder nach, wenn ich bei DM bin. Wenn ich bei Lidl bin und welche brauche, nehme ich allerdings die aus dem Lidl. Das ist ein bisschen kompliziert bei mir. Dann einmal was für die Toilette. Einmal aus der Putzmittelabteilung und zwar von Denkmit. WC-Duftsteine. Die schauen so aus. Und ich mochte die sehr, sehr gerne. Beziehungsweise ich mag generell so Duftsteine für die Toilette, weil ich irgendwie das Gefühl habe, die machen die Toilette sauberer mit jeder Spülung. Stimmt wahrscheinlich nicht, aber ich bin so ein. Ja, ich muss das einfach irgendwie haben. Bräuchte man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt. Aber ich kaufe das einfach immer. Und ich mag es sehr, sehr gerne, dass es eben keine Plastikverpackung ist, ne? Das ist eine ganz normale Kartonverpackung. Klar, diese Dinger haben auch Plastik drumherum, aber Kartonpackung ist doch ein bisschen besser, finde ich. Also nicht ganz so umweltschädlich. Dann habe ich einmal eine große Packung. Ist, glaube ich, egal, wie rum ich das jetzt zeige. Molicare Pet. Und zwar die in der Saugstärke 3. Die benutze ich sehr, sehr gerne, wenn ich sie brauche. Also, ich habe ja immer so ein bisschen. Ich mache euch da auch noch mal ein Update zu, glaube ich. Ist ganz interessant. Aber bei mir geht es immer so ein bisschen voran und wieder zurück. Also so vom Fortschritt und dementsprechend habe ich solche Dinge auch immer zu Hause und benutze sie auch tatsächlich noch regelmäßig. Aber es gibt auch Tage, da brauche ich sie nicht. Aber das erkläre ich euch noch in einem nächsten Video, wenn ich mal irgendwann dazu komme. Genau. Noch eine Packung feuchtes Toilettenpapier und zwar Shea Butter Duft auch aus dem Lidl. Fand ich auch nicht so toll tatsächlich. Also vom Duft her ja. Ich mag diesen Duft sehr, sehr gerne. Aber die sind halt einfach nicht so schön weich und so schön dick wie die aus dem DM. Die aus dem DM sind irgendwie doch noch ein Ticken besser. Und ja. Aber man kann sie in der Toilette runterspülen, was bei den normalen Feuchttüchern ja nicht der Fall ist. Dafür braucht man dann wiederum extra Tüten oder einen extra Mülleimer. Und ja, aber ich glaube. Ich würde sie nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich einmal mein Deo und zwar auch von Lidl. Irgendwie sind wir heute sehr Lidl-lastig unterwegs.
Und zwar das blumiger Duft, 24 Stunden Deo. Das schaut so aus. Genau, das ist das hier eben. Das roch sehr, sehr gut. Und ich muss tatsächlich sagen, dass das auch echt gut gehalten hat dafür, dass es eigentlich ein No-Name-Deo ist. Würde ich, glaube ich, auch wieder nachkaufen. Ich mag diesen blumigen, frischen Duft sehr, sehr gerne. Wobei, ich gehe auch jeden Tag duschen. Dementsprechend muss mein Deo jetzt nicht 48 Stunden oder so halten. Und auch 24 Stunden brauchst du nicht unbedingt halten. Genau. Dann haben wir nochmal was für die Toilette. Und zwar ein WC-Aktivgel von 00. Das finde ich tatsächlich nicht so gut. Ich habe ja auch letztes Mal, ich glaube, oder habe ich es euch überhaupt schon erzählt? Das weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt so ein neues WC-Pulver aus dem DM. So Zauberpulver seht ihr mit Sicherheit auch in meinem nächsten Aufbauvideo, weil da einfach nicht so viel drin ist in der Verpackung. Und das mag ich dann doch nicht so gerne. Das ist irgendwie, weiß nicht so. Da finde ich, das andere macht irgendwie die Toilette noch einen Ticken sauberer. Genau, aber es war noch da und man soll ja auch alles aufbrauchen oder zumindest versuchen, alles immer aufzubrauchen. Ich bin ja so ein Mensch, wenn ich was kaufe, dann nervt mich das, wenn das nur rumsteht und deswegen will ich das dann auch aufbrauchen, dass es dann eben wegkommt und dafür, dass ich da was Neues kaufen kann. Dann habe ich einmal ein Waschmittel. Ich habe euch im letzten Aufgebrauch-Video schon ein Waschmittel gezeigt. Komisch, dass ich so viel Wäsche gewaschen habe in einem Monat. Aber gut, es war auch nur für 20 Waschladungen. Und gefühlt ist mir auch noch die Hälfte ausgekippt. Also dementsprechend, das ist einmal das Waschmittel aus dem DM. Das ist Lotusblüte mit Aloe Vera. Das ist ein Color-Waschmittel. Und roch wie ein Waschmittel halt eben riecht. Also ich hatte auch mal eins aus dem DM, da war dasselbe mit Lotusblüte und Aloe Vera Duft. Das habe ich noch in meiner Ausbildung damals gekauft. Und das fand ich tatsächlich einen Ticken besser wie das. Das hat noch ein bisschen besser gerochen. Ich dachte, das wäre vielleicht im Prinzip dasselbe, bloß in der neuen Verpackung. Weil das damals war auch eine Limited Edition. Und das eben ist hier auch wieder eine Limited Edition. Genau, aber es ist leider nicht so das Wahre gewesen. Also es war nicht schlecht, aber ich hätte den Duft von damals irgendwie noch einen Ticken lieber gehabt. Genau. Und nochmal das letzte für heute. Auch wieder eine Mundspülung und zwar Zahnfleisch-Intensivpflege, so heißt es. Das war die blaue aus dem DM. So sieht die aus. Die riecht wahrscheinlich auch wie eine Mundspülung riecht. Nee, die riecht noch ein bisschen mehr nach. Ich kann das Menthol, glaube ich. Oder ne, Minze ist das nicht, aber Menthol. Die andere roch noch ein bisschen anders. Die finde ich okay. Aber habe ich tatsächlich diese andere, die ich euch vorher gezeigt habe, ein bisschen lieber. Genau. Also wenn es gar keine andere gibt, kaufe ich auch die, weil ohne will ich nicht. Da ist, bin ich so ein bisschen ein Suchti geworden, was das betrifft. Aber ja, ich mag die andere einfach lieber. So, meine Tüte ist leer. Ich zeige es euch auch nochmal ganz kurz, wenn man es denn überhaupt sehen kann. Kann man nicht so schön aufmachen, diese Tüte. Also auf jeden Fall ist meine Tüte leer, ne? Merkt ihr ja auch. Und das heißt, wir sind am Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, es war nicht zu durcheinander oder zu viel und so. Ne? Wisst ihr? Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir auch ein Däumchen nach oben da. Wenn euch die neue Qualität gefällt und das neue, der neue Schnitt vielleicht auch, weil ich jetzt auch mit einem iPad schneide und nicht mehr mit einem Samsung-Tablet. Also ich habe komplett meinen Technikstand umgebaut sozusagen, also auf ein anderes System umgewechselt. Und genau, wenn euch das gefällt oder so, schreibt mir gerne mal Feedback dazu.
unter dieses Video. Falls ihr Videowünsche, Vorschläge, was auch immer habt, schreibt mir das auch gerne. Wie gesagt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ein Abo auch immer gerne, damit ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpasst. Wobei, es kommen aktuell leider nicht so häufig Videos, aber vielleicht ändert sich das auch in den nächsten Wochen. Da wird es auch nochmal ein Live-Update zugeben, denke ich. Genau, und um das nicht zu verpassen, könnt ihr uns ja gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das Video schaut. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Tschüss!